Hallo zusammen, en deux, nächste Serie. Grüß dich, Eddie. Hallo Daniel. So, ich sehe schon, der Tisch ist offen. Ich bin auch schon dazugehüpft und dann lass uns direkt durchstarten. Ich habe ein paar Punkte aufzuholen. Da wollen wir nicht lange vorweg noch diskutieren. Ich glaube, die Spiele in der letzten Serie, da war auch nichts super Krasses dabei. Aber heute, da wird wieder was passieren. Habe ich ein gutes Gefühl. Na dann schauen wir mal. Okay, gut, Blättle. Ja, meine Freunde, die drei Damen, flankiert von den zwei Königen, waren wieder dabei. Ein Bild im Skat ist auch immer noch dabei. Und Ja, komm. 18 sind auch da. Da wollen wir auch nicht lamentieren, ne? Ein paar Bilder können wir irgendwie, müssen wir ja trotzdem dann verarbeiten. So, das hätte ja wirklich schlimmer kommen können. Frage: einmal offen oder zweimal offen? Wie krass sitzt denn das Ding? Ach, ich glaube, der geht auch zweimal offen durch. Ich glaube, der geht sogar ganz gut zweimal offen durch. Ja. Herz Ass 10 stehen auf einer Hand, Trumpf steht glatt. Oh, das ist aber erfreulich. Das sieht ja fast wie Schneider aus, ne? Sieht ja fast wie Schneider aus. Kann man ja sogar ganz einfach spielen, so von oben ziehen. Jawohl, der Aufstand ist da. Tja, und hier Pik 8 oder 9 im Stock, da habe ich 0 Ouvert. Wäre auch nicht geklappt. Wäre nicht der Pik 9 Verlierer. hatte ich, glaube ich. Ich sage das doch gleich. So. Grenzwertig, aber hinein ins Vergnügen. Diese Hinein Übung ins lacht Vergnügen. mich an. Mit verdeckten Karten würde der Gring, glaube ich, so auf jeden Fall losgehen. Karo-Stich, schlecht, schlecht, schlecht. Schon verlierbar. Wie wahrscheinlich ist denn das? Wie wahrscheinlich ist denn das? Ja, den kann man ja auch ganz anders noch drücken, ne? Also, ich kämpfe hier für einen Grang mit der Drückung. So ganz auf hundertprozentig sicher kriege ich ihn, glaube ich, nicht gegen jede Konstellation, aber die Chance, den zu verlieren, ist schon relativ gering, denke ich mal. Die Chance, den zu verlieren, ist gar nicht so groß. Können den ja mal. Lohnt es sich, den Verdeck hier zu spielen? Wir werden ja mal. So Ich werde viele mal Fragen auf ein verdecktes Grängelchen spielen. einmal. Und So. ganz klassisch mit einem Buben eröffnen, also nichts anmerken lassen. Das ist jetzt meine Strategie. Nichts verraten. Dein Problem waren die vielen Bilder, die du in der Beikarte hast, ne? Herz, Dame, Kreuz, König, Pik, und dann noch die Pik 10, 10. ja, dann der mögliche Karo-Stich, der übrigens natürlich jetzt auch reell erscheint. Also für verdecktes Guard wäre 14 Kreuz König Pik 10 die Drückung meiner Wahl. Beim Mondeux gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, die vielleicht Gibt nicht es auch ganz noch andere schlau sind. Möglichkeiten? Ja. Problem ist, irgendwie sind die Vollen hier zu einseitig verteilt. Ich weiß es nicht. So, 14, 25.
Kreuz Lusche bin ich ja auch relativ günstig losgeworden, muss man sagen. Als König Kreuz Lusche bist du relativ günstig losgeworden. Ne? So, Karo-Stich. Wie hat der Daniel denn das Ding überhaupt gedrückt? 14,25. Was ik denn hier? Pik 10 bestellt, oben lassen, Herz, Dame, Kreuz, König drücken. Das wäre vielleicht eine Variante, die aber auch nicht mehr zum Sieg führt. Welche Variante führt denn hier überhaupt zum Sieg? Ich glaube, da müsste ich richtig Quatsch gemacht haben, ne? Herz Ass gedrückt oder sowas, aber das kann ich dir verraten. Das ist mir tatsächlich nicht passiert. Wir lassen Daniel mal spielen. Den Stich auf vier Augen in Karo hätte ich auch gemacht, wenn du ausgespielt hättest. Also theoretisch. Ja, ich überlege, ich kann es wahrscheinlich auch nicht verkehrt machen. Wahrscheinlich beides führt zum Sieg. Rausnehmen oder tauchen. 29 ist egal hier. Wir können den auch tauchen. Ich kann auch rausnehmen und andersrum weiterspielen. Aber wir können auch hier nochmal eben die Karo-Stiche mal mitnehmen. Jetzt rausnehmen und von oben spielen, dann zwinge ich dich vermutlich sogar noch den Herzstich abzugeben, ne? Um Pik Ass zu halten. Ich habe jetzt doch die 14 gedrückt, ganz normal. Du hast das Spiel gedrückt wie im richtigen Skat. Ja, muss man natürlich sagen, in dem Moment, wo da auf Kreuz nur die 11 fallen, wird es deutlich leichter, wenn da zu dem Zeitpunkt schon 35 liegen und dann der Pik auf 50 und 9 Herz und Karo sticht, dann sieht das ganz anders aus. So, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Nuance zu dünn. Ein Bübli wäre drin gewesen. So, das nenne ich auch mal eine starke Ausgangskarte. Das ist doch die Drückung der Wahl, gegen die wir natürlich gegen links und rechts abstichen, ein bisschen dusselig aussehen. Vielleicht machen wir es hier lieber mal so rum, ne? Dann halten wir aber da wieder einen Stich ist. Ich glaube, es geht doch so. Ja, bisher hier ganz schönes Material. Mal schauen, ob das die typischen befürchteten en deux Gegenverteilungen, ob das dem Stand hält. Ja, das war auch falsch. Ich wusste es. Herz zu dritt, Karo zu dritt, aber nicht zu viert. Und das ist natürlich hier schon mal die halbe Miete. Da will dann sich. Mal knapp vorbei an Doppelabstich. Da will dann gleich der 2. Eine Lusche tauschen müssen. So, 4, Herzkönig, zack. Du bist plötzlich ein bisschen leise. Was ist da los, Eddie? Eigentlich so. Nichts. Okay. Das zweite Mal Pik Junge gefunden. Ja, hatte aber ein ganz gutes Ausgangsblatt. Vorher schon 5 Trümpfe mit Ass 10, Ass 10 dabei. Den kann man mal antesten. So, Spiel 13. So lange mussten wir warten, bis Eddie das erste Mal 18 hüsteln kann, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, relativ ungerne. Relativ ungerne. Ich habe es auch nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich glaube, es waren noch so knapp, nee, gute 300, die du vorhast. Also im Moment sind wir uns wieder angenähert. Es wogt ja hin und her, aber schön. Für die Spannung, wenn da noch nicht einer direkt zu weit davonzieht. Die Betonung liegt auf, es waren 300. Ja, dass da jetzt ein bisschen Bewegung. So,
Bisschen Bewegung drin ist, das ist ja klar. Aber tust du dich schwer aus Luxusproblemen oder weil es wirklich mies drin lag? Aha. Schon wieder diese Frage. Verdecktes Kreuz. Okay. Sechsmal Trumpf und eine sehr schlappe Beikarte. In Trumpf die drei und dann Bauern, der könnte natürlich gar nicht besser für dich. Sitzen. Kein Stück Pik dabei und dann den Drilling in Herz und den Drilling in Karo. Gut, soweit so klar. Ja, das ist ja dann für mich auch wieder das absolute Ratespiel. 7 Dame 10, 8 Dame 10. Sehr wahrscheinlich 13 im Keller in einer Farbe, aber natürlich nicht gesagt. Auf Können auch jeden Fall habe ich, glaube ich, zumindest erstmal das richtigste Spiel gewählt. ja, Weil bei den das. anderen Optionen standen jeweils vier Trumpf. Das wäre wirklich kompliziert, also das wäre noch komplizierter geworden als jetzt Ja, schon. du hast das teuerste Spiel gewählt mit Kreuz 7, 9, 10. Also logisch, du kannst auch, du hast dreimal die 10 im Dritt, du kannst auch eine andere und drei Bauern. Interessante Verteilung. Ja, ich glaube, es steht gut für dich. Die Vollen sind zu einseitig hier bei der Oma. Vier Asse sehe ich da, aber selbst wenn ich jetzt hier mich richtig entscheide, lass es mich mal kurz durchgehen. Wenn ich mich richtig entscheide, 8, einmal 19 mit dem einen Ass und dann noch 28 plus 13. Na, das wären ja 60. Das wären ja 60. Also ich glaube, wenn ich mich richtig entscheide, könnten 60 in der Karte drin sein. Und jetzt das Trumpf Ass zurückzuspielen, kann auch erstmal kein Fehler sein. Ich glaube, ich kann hier noch nichts entscheidend reparieren. Ich hätte, denn wenn ich das falsche Ass ausspiele, dann ist es ohnehin passiert. Und ist denn das Blatt zu gut, um da. Man kann natürlich auch mal 20 drücken. Wenn du 20 drückst, dann könnte ich jetzt zu den 8 Augen 2x 18 machen plus 13. Das würde nicht mehr reichen. Das würde nicht reichen. Und dann bleibt also jetzt letztlich nur noch die Frage, spielst du jetzt aus dem Drilling aus oder spielst du blank aus? Auch reines Ratespiel. Ich sage, du spielst jetzt aus Der dem erste ist Spiel. immer blank, Daniel. Ja. Und weil du das weißt, dass ich das weiß, dass du weißt, dass ich deswegen Das ist denke, wieder anders, genau. sind wir jetzt wieder da, wo wir. Ich glaube jetzt mal, dass das aus dem Drilling ist. Entscheide mich jetzt also so rum. Alles richtig gemacht, Herr Schäfer. Haben wir jetzt die 60? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hast du alles richtig gemacht. Jawohl. Ah, die Glocke. Da ist Die sie wieder. Glocke. Ja, der ist mir 18 wert. Auch ganz gut gefunden. Das hätte auch ein 0 werden können. Kann es immer noch werden. Ja, wir machen mal was Verdecktes wieder. Ein Pikspiel. Ein Kriegsspiel. Das gefällt mir. Endlich steht die Karte mal glatt bei dir. Ja, endlich steht sie mal glatt. In dem Fall können wir ja hier sogar von unten auf Fischfang gehen, wobei das, glaube ich, gar keine ganz große Rolle spielt. Hab ganz normal gedrückt.
Ja. Tja, ja. Drei Bauern, aber nur Gemüse. Anders als in diesem Spiel. Ja, diese Liste, diese Listen müssen auch mal kommen. Ich bin aufgeflogen, aber es spielt mal wieder keine Rolle. Aufgeflogen. Der Stand könnte gar nicht, also kaum besser sein. Als Bauer kaum besser sein. Ist ja wahrscheinlich sowieso ein Spiel, was man fast immer oder meistens gewinnt. Jawohl. Und wieder weg. Uiuiui, heute bin ich aber bevorzugt von der Karte, bevorzugt behandelt. Schon wieder geschlossen. Ja, ich warte darauf, dass irgendwann mal die Trümpfe zu viert oder zu fünf stehen, wie das dann immer so üblich ist. Ja, dafür gibt es diesmal bei dem Mülleimer keinen Trumpfstich. Ist ja auch nicht so verkehrt. Genau. Von der Karte bevorzugt. Als König Blank vielleicht. Ja. Ah, okay. Ja, ich habe hier einfach mal so rum gespielt und gedrückt. Ja, Geschnallt habe ich ja, das ja, auch ja. nicht, aber wenn ich Schnippelherz, dann ist natürlich das Karo Ass draußen ein schönes Spiel, ohne große Schmerzen. Ohne große Schmerzen. So, jetzt könnte ich aber eine gute gebrauchen. Aha, das war nicht unbedingt eine dabei. Das ist ja auch eine meiner Lieblingskonstellationen. Heieiei. Also die ganz Verwegenen, die machen da jetzt einen Grang drauf los. Zu denen gehöre ich jetzt aber nicht. Zu denen gehöre ich heute nicht. Ich würde tippen, dass der Gang auch gewonnen Das deutet irgendwie auf eine einseitige Vollenverteilung hin. Ich bin mir da nicht so sicher. wäre. Einseitige Vollenverteilung. So. Ah. Ach nö, der Herr Seferovic hat doch da drei Asse im Blitt. Ja, Doppellusche, König, Lusche, Dame, Lusche. Wunderbar. Und nicht vergessen, noch einen ganz luxuriösen 7-Augen-Trumpfstich. Vielleicht sogar noch mehrere Trumpfstiche mit Überstich und hin und her. Auch durchaus möglich. So, Herz, Doppellusche. König, Lusche, Dame, Lusche. Kreuz 9. In der Ausgangskarte bist du jedenfalls favorisiert. Aber manchmal geht ja so ein Ding irgendwie dann doch noch ins Ziel. Für Null wegschmeißen war mir jetzt jedenfalls auch zu, ja, Arbeitsverweigerung nennt man das. Da bin ich bereit, noch ein bisschen mitzukämpfen. Also. Naja, ich. Eddie traut mir zu, dass ich den Kreuzkönig noch am Blatt habe.
So, ich glaube, jetzt gibt es keine Geheimnisse mehr in der War ja Karte. offensichtlich nicht ganz verkehrt, das zu vermuten. War nicht verkehrt. So. Ich glaube, dann kann ich das Spiel aber nicht gewinnen. Ne? Du wirst jetzt einfach die 28 machen in Karo und in Kreuz und den Trumpfstich kann ich ja auch nicht wegdiskutieren. Ne? Ja, wenn du Kreuz die 21 nimmst, dann bin ich nicht mal 21, 28 und 7. Dann hätten wir, glaube ich, das Ziel erreicht. Droht ja sogar noch ein Überstich Karo, deswegen müssen wir mal einmal von oben ziehen. Ja, jetzt können wir es natürlich schön auf Maximum spielen, Daniel, ne? Ja, kannst du alles machen. Kann noch mit Trumpf zurück. Jetzt, ach, kriegst ja 10 doch noch einmal. Trumpf zurück. Dann hätte ich natürlich auch von oben spielen können. Ich Weihnachtsmann. Aber es spielt ja, Kreuz, 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 Kreuz. Was auch schön die Übergabe, Karo. Halleluja. auch dann keine Rolle, ob man von oben oder unten spielt, wenn Ja. das Spiel sowieso nicht geht. Wenn das Spiel nicht geht, dann spielt es keine Rolle. Bin mir auch nicht mal sicher, ob ich gewinne, wenn du in Kreuz den Stich mit rausnimmst. So ein bisschen Varianten über die Karos hast du ja immer noch. So, 47, ja. Also, Pik Dame hat zwar zu Ass 10 König gepasst, aber der fünfte Trumpf irgendwo wäre netter gewesen. Karo Dame war natürlich genau zu meiner Single die Zufindung. Ja, gut. Also, wir müssen auch mal ein bisschen Abstriche hier in der B-Note machen. Das war vielleicht die übertriebene 18. Oh, aber jetzt nochmal von beiden Seiten. Das ist doch auch was Schönes. So, da bekommen wir es. Und die Findung war nicht so besonders erfreulich. 33er Gegenreizung, keine Riesenüberraschung. Glaube, den Ursprungsplan, hier ein Nullspiel durchzuführen, den beerdigen wir und entscheiden uns beerdigen wir diesen Plan. Das ist auch wieder an der Grenze, irgendwo zwischen Null Ouvert und einem Farbspiel. 33er Reizung. Ne, drei Buben werden das wahrscheinlich gar nicht sein, sonst wäre es noch ein bisschen mehr gereizt gewesen. Vielleicht kommen wir auf diese Weise hier durch mit einem einfach offenen Herzspiel. Und vielleicht machen wir es so einfach wie mit einer Trumpflusche. Das sieht mir so aus, als hätte man null bessere Chancen gehabt. Ja, wahrscheinlich. Naja, ach so, du spielst ja einmal offen. Ja, Ach, das Mensch. auch noch. Du brauchst, Ach, du kannst Mensch, einfach mal ich. schauen. Du warst schon wieder am Überlegen, wie rum hat er ihn Ja, gedreht? wie du gedrückt Ja. hast. Ja. Null Ouvert mit Karo 7, 10 Dame, Kreuz 8 raus. Ich glaube, der wäre gegangen. Da ist nicht ein Abwurf hinten möglich. Bei mir ist kein Abwurf. Gegen 4 Trumpf ist das Ding natürlich. Und Kreuz 10 zu dritt. Und Pik Volle bei dir. Und offen erkennbar die 15. Ist da irgendeine Fantasie für mich drin? 2, 17.
Kreuz Ich C weiß wird nicht. direkt freigespielt. Simon, da ist keine Fantasie. Das Spiel können wir direkt beerdigen. Das wäre sonst recht langweilig. Na, siehst du, da zeigt der Daniel Nerven und geht in Spiele rein, die nicht ganz lupenrein sind. Und schon robbt der Das Eddie wäre sich die vielleicht Rache. tatsächlich mein erstes Gewinnspiel gewesen gerade. Na gut, aber Eddie zeigt auch Nerven und geht in Spiele rein, die, naja. Eine passende zum Nullu wäre, dann kann ich den spielen. Das war mir für einen Pik zu schlecht. So, jetzt kommt der Konter mit dem Kreuz. Mit zwei Herzen gedrückt, 13 auf dem Herz gedrückt. Der steht aber auch nicht richtig schön. Die Frage Nee, der ist, ist nicht richtig schön. steht der trotzdem noch gut genug? Ach, ich brauche es jetzt gar nicht vorherzusehen. Wir können es einmal so durchspielen. 28, ja. 15. Ja, das ist der Vorteil, wenn man das sieht, was los ist und auch die Piken abspielen kann. Ja, ob das ein Vorteil war, wage ich mal zu bezweifeln. Macht hier keinen Unterschied, ne? Ich hoffe, du hast 59 gleich. 59 zähle ich auch, ne? Weil, Ja, das ist gut. ich einfach nicht mehr kriege, ne? Alles So. geholt, würde ich sagen. Pik König auch bei uns. Eddie gewinnt mit 61. Die Glocke ist aber wieder ein bisschen traurig hier. Ich habe jetzt auch Pik Buben War auch nicht gefunden. unwichtig. Und jetzt kommt er wieder rangerobbt, du. Kommt da wieder rangehauen. Mensch, da muss ich aber sagen, habe ich aber nicht genug aus dieser Liste rausgeholt. Die 18 Eimer muss ich mir verkneifen. Die Nullu wäre, der war an der Grenze. Gut, aber jetzt gucken wir nochmal erstmal, was wir hier noch im letzten Spiel bewegen können. Wir sind ja noch gar nicht durch. Herz ist Trumpf, geschlossen. Ja. Der Klassiker, bei dem der Pik-Einschub gar nicht so unwillkommen kommt. Der kommt gar nicht so unwillkommen. Kreuz Lusche dabei und Karo Doppellusche. Der Viertrümpfer darf stechen, wird stechen, muss dann selbst entscheiden. Ja, er muss wieder selbst entscheiden. Gut, Stechen ist, glaube ich, in dem Fall durchaus bei 14 Augen angesagt. Und jetzt ist ja die Frage, können wir denn das Spiel überhaupt schlagen, wenn du eine Karolusche oben hast? 25, dann kommen wir auf 40 mit dem Karostich. Danach Trumpf oben unten. 44 und noch ein. Danach darfst du nicht oben unten spielen, sondern von unten. Da kommen ja außer dem Punkteszenario noch so ein paar Kürzungsvariationen rein. Also vielleicht kann ich sogar mit einer Karolusche gewinnen, aber ich glaube doch einfach mit einem Karo 15 Augenstich gewinnen. Aber ich denke doch einfach, dass du die stärkere Drückung gewählt hast. Und das sind zwei Karos runter. Dann trägst du die Kreuzlusche. Komme ich denn, muss ich denn die 21 anbieten? Zählen wir das nochmal kurz durch. 25 und 14 auf 39. Und wie geht es dann weiter? Eddie sticht, Eddie zieht von unten. Nee, ich glaube, ich muss doch hier, ich muss, glaube ich, hier die 21 auf den Tisch bringen. Ja, dass du überlegst, scheint mir der Fall zu sein, dass du doch mal anders gedrückt hast, ne? Nach der einen oder anderen. Nee, ich habe nur überlegt, dass glücklicher Drücken bei beiden Spielen hätte funktionieren können. Nee, ich habe den Skat habe ich nochmal nachgedacht. Den Skat hatte ich nochmal nachgedacht. Was habe ich überhaupt gedrückt? Zwei Karoluschen, ne? Genau, so war es so.
Was haben wir dann jetzt? 46. Du musst mit der Lusche stechen und Karo Ass laden, dann hast du 59, glaube ich. Ich habe ja nicht 46 liegen, dann habe ich jetzt auch noch mal kurz. Ah, oh man, kann das ja auch so schön in den letzten Metern noch verstolpern, so ein Spiel. Stechen Karo Ass wäre jedenfalls dann hier der letzte Stich. Andersrum kriegen wir natürlich einen Stich mehr, aber einen vollen weniger. Du hattest noch einen Trumpfstich eben gemacht, Daniel. Ich gebe dir mal einen Tipp. Ja, wir hatten 21 in Kreuz, wir hatten 46 plus eben 48. Ach, das reicht ja tatsächlich schon für 61. Ja, du kannst mit der Lusche stechen und Karo Ass laden. Ja, dann, dann machen wir es aber lieber rum so, ne? Das ist so. Gib mir den Tipp, der Eddie, du. Da bin ich aber auch. Ich weiß gar nicht. Ja. Ansonsten mit den Bildern, ich hätte natürlich andersrum einen Stich mehr machen können. Oh, ich habe Das wird sogar schwierig. Plus gemacht in der Liste tatsächlich. Ich Das war ja dachte, ich mal wäre jetzt, dachte, ich wäre Minus. Ja. eine denkwürdige Liste. Trotz alledem habe ich fast das Gefühl, dass ich hier eher die Füße ein bisschen mehr mal wieder im Nassen habe. Die beiden Reizungen. Naja, ein bisschen Unglück gehört manchmal dann auch dazu. Aber die waren natürlich an der Grenze und die Euphorie, wenn es so gut läuft, ich hätte vielleicht da einfach den Schnabel halten sollen, dann wäre ich hier noch deutlich mit einem deutlich größeren Vorsprung rausgekommen. Ja, Mensch, Eddie, du bist so ruhig. So eine miesen Listen gehören auch zum Tagesgeschäft dazu, ne? Hatte ich in den letzten Tagen häufiger, genau. Sind schon normal geworden. Ja, nee, aber erstmal Glückwunsch. Der Vorsprung ist wahrscheinlich komplett weg oder vielleicht sogar drüber. Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer ganz genau. Ja, auf jeden Fall haben, was wir auch mal gesehen haben, nicht immer gewinnt der, der den Tisch aufmacht. Das war natürlich auch. Genau, das war eigentlich. Das war eigentlich nach diesen ganzen Szenarien das, was wir mal rausfinden wollten. Das haben wir jetzt endgültig rausgefunden. Das ist doch nicht so für alle, die das wirklich vermutet haben. Ja, so ein kleiner Flachs, da geht es natürlich sofort los. Die Paranoia ist ja beim Online-Spielen immer ein bisschen größer als am echten Tisch, wo man ja auch sehr interessante Szenarien dann mal erlebt. Ich kann mich erinnern beim Turnier, wo ich wirklich innerhalb von 10 Spielen, glaube ich, dreimal die gleiche Konstellation, ein Karo, 6 Trümpfer mit viermal an der Seite gegen 5 Trumpf verloren habe, wo man auch sagt, das Ding verliert man eigentlich nur einmal in 2 Jahren und ich kriege in 10 Spielen dreimal die gleiche, auch noch die Farbkonstellation identisch und verliere dreimal gegen 5 Trumpf, wo du auch sagst, was war da los? Aber dazwischen waren schon ein paar Spiele, also der Zufall spielt auch eine Rolle. Hat auf jeden Fall seinen ganz eigenen Humor. Gut, okay, genau. Eddie. Also, dann bis bald. Ich danke und bis danke bald. Danke auch. Jo, tschüss.